Hallo und hier sind wir bei LS 2013. Ich zeige euch hier mal den schönen Dodge Ram Wicker 1.0. Ja, von außen schaut er ziemlich gut aus, ist halt orange gehalten. Ich schätze mal so ein Kommunalfahrzeug oder auch egal. Innen auch 120, also 260 mph hat er. Hier haben wir ein bisschen Werkzeug, denn das ist ja hier hinten die Kamera, okay. Ein Abschleppauto, wie man sieht. Ja, das funktioniert auch wunderbar. Mit Z starten wir ihn, vorglühen und Z starten wir. Handbremse müssen wir lösen. Zack, Leertaste. Oder auch nicht. Nur mit 0. Anziehen. Parkbremse. Ah, jetzt geht's, okay. Oh, der startet aber ziemlich schnell weg. Man sieht hier auch schon die Bremslichter, funktioniert alles wunderbar. Rückfahrlichter. Und man kann zum Beispiel ein Mähdrescher anhängen. Hinten der Arm wird über die Maus gesteuert. Man sieht auch schon hier die Parallelomatik. Dann können wir den mal runterscrollen. Oh, das dauert aber ewig. Ziemlich langsam eingestellt bei meiner Maus. So, was haben wir noch? Auf, ab ist klar. Ausfahren mit der rechten Maustaste. Was haben wir links, rechts? Da haben wir nix. Da haben wir auf, ab. So. Dann steht oben schon Taste 9 Objekt anhängen. Kein Problem. Taste 9. Zack. Angehängt. Dann heben wir das ein bisschen auf. Und schon können wir damit wegfahren. Ist halt jetzt vielleicht ein wenig unrealistisch, aber es geht ja um den Sinn und Zweck von dem Mod. Position 1 haben wir dann schön. Die Blinker. Motor bleibt an, wenn man Fahrzeug verlässt. Also soweit eigentlich ein Spitzenmod, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. So, dann gucken wir noch mal in die Lok. Die Lok ist komplett fehlerfrei, wie man sieht. Auch spitzenmäßig. Gefällt mir. So. Also der Mod hat es verdient, ein Download. Mir gefällt er, funktioniert gut, da ist ein Zweck erfüllt er. Alles wunderbar. Taste 9 hängt wieder ab. Und kann man wieder zusammen machen, wenn man will. Der ist ganz normal waschbar, Innensound hat da abstellen und man muss ihn auch, dass ich glaube auch den Repariermod drin. Irgendwas steht da mit Repair Car, also keine Ahnung. Partikelsystem natürlich auf dem Feld und so weiter. Manuelle Startung, das Start, das hatten wir eh schon alles. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Mod und wir sehen uns hoffentlich. Lasst ein Like und Abo da. Ciao Leute.